Der Marmorskulptur eines muskulösen, auf einem Felsblock sitzenden nackten Mannes fehlen Kopf und Arme, die im Altertum angestückten Gluteen, der Penis und die beiden Unterschenkel. Es ist ein Torso, ein wuchtiger, und seit Michelangelo sich um das Jahr 1534 weigerte, ihn zu ergänzen, gilt er als der Torso schlechthin. Die Wölbung des Rückens, die tiefe Furche des Rückgrates zwischen der anatomisch exakt gestalteten Schultermuskulatur, die Einziehung des Leibes, die gewaltigen Schenkel, das alles ist der Natur eines im Sitzen nach vorn geneigten, starken Mannes genau nachgebildet. Vorne auf dem Felsensitz hat der Bildhauer Apollonios, Sohn des Nestor aus Athen, seinen Namen als den, der die Skulptur gemacht hat, verewigt. Die Signatur besagt, dass er die eindrucksvolle Plastik aus dem Marmor gehauen hat. Man weiß nicht, ob er sie auch entworfen oder nach einem Vorbild kopiert hat. Apollonios ist aus keiner anderen Quelle bekannt. Dieses Werk allein hat seinen Namen weltberühmt gemacht, auch wenn man darüber nur das aussagen kann, was die Anschauung bietet. Alle Versuche, diesen Torso unter Berücksichtigung der Bohrlöcher und der Einlassung auf dem rechten Oberschenkel zu ergänzen, sind gescheitert. Zutreffend ist hingegen die Aussage darüber, wer dargestellt ist. Die Tierhaut, auf welcher der Mann sitzt und deren Rand vor der linken Leiste auf dem Oberschenkel liegt, ist das Fell eines Panthers, nicht das eines Löwen. Der Sitzen ist also nicht Herakles, wie man ihn für lange Zeit nannte, sondern eine mit Dionysos verbundene Figur. Da auf dem Rücken am unteren Ende der Wirbelsäule ein Bohrloch schwerlich für etwas anderes gedient haben kann, als für die Anbringung eines Satyrschwanzes, stellt der Sitzende den Silen Marsyas dar. Er hat die Flöten aufgehoben, die Athene fortwarf, weil sie beim Blasen die Lippen zusammenpressen musste. Das machte ihr Antlitz hässlich. Wahrscheinlich erprobt dieser sitzende Marsyas den Klang der Instrumente. Er wollte sich mit der Kithara, dem Saitenspiel des Musengottes Apollo, messen. Als er nach dem Urteil der Musen den Wettkampf verlor, ließ Apollo ihm die Haut abziehen. Michelangelo hat im Weltgericht der Sixtinischen Kapelle den Apostel Bartholomäus, der dasselbe Martyrium erlitt, in der Haltung des Torsos, wenn auch spiegelverkehrt, dargestellt und ihm einen menschlichen Balg in die Hand gegeben. In der Aura des antiken Bildwerks ist das tragische Ende der Schindung zu ahnen. Aus stilistischen Gründen ist das Werk zeitlich nicht weit vom Pergamonaltar aus dem Jahrzehnt 166 bis 156 vor Christus abzurücken. Es ist also kurz vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden. Viele Dichter haben dem Torso Gedanken gewidmet. Michelangelo soll zu Papst Paul III. 1534 gesagt haben, der Torso sei zu vollkommen, als dass man ihm etwas hinzufügen dürfe. Das hat ihn nicht daran gehindert, in der Gestalt des Apostels Bartholomäus in der Sixtina eine Art Ergänzungsvorschlag zu machen. Johann Joachim Winckelmann, der den Rücken des Torso mit einer Hügellandschaft verglich, schrieb 1764, scheint es unbegreiflich, außer dem Haupte in einem anderen Teile des Körpers eine denkende Kraft zu zeigen, so lernet hier, wie die Hand eines schöpferischen Meisters die Materie geistig zu machen vermögend ist. Mich deuchtet, es bilde mir den Rücken, welcher durch hohe Betrachtung gekrümmelt erscheinet, ein Haupt, das mit einer frohen Erinnerung seiner erstaunlichen Taten beschäftigt ist und in dem sich so ein Haupt voll Majestät und Weisheit vor meinen Augen erhebet, so fangen sich an, in meinen Gedanken die übrigen mangelhaften Glieder zu bilden. Es sammelt sich ein Ausfluss aus dem Gegenwärtigen und wirket gleichsam eine plötzliche Ergänzung. Winckelmann nimmt die Tatsache,
dass er einen Torso vor sich hat, nur hin, wenn er ihn wenigstens in Gedanken ergänzen kann. Der Maler Anton Raphael Mengs nannte den Torso 1770 einen unfassbaren Wurf. Goethe, der ihn 1789 im Vatikan aufsuchte, das Wunder der Kunst, das nie genug zu preisen ist. Schiller, der nur einen Abguss in Mannheim betrachten konnte, sah in ihm einen Triumph der Kunst. Werner Fuchs erklärte 1963, der Stil des Apollonios ist von großer Virtuosität und herrlicher barocker Kraft. Die Plastik, die der italienische Humanist Cyriacus von Ancona 1432 schon erwähnt, befand sich seit dieser Zeit im Palazzo Colonna in Rom, kam dann in den Besitz des Bildhauers Andrea Brennio, mit dem Michelangelo befreundet war. Der Papst Clemens VII. Ließ den Torso gegen 1530 ins Belvedere bringen, von wo er zum Schutz gegen die Witterung zunächst ins Atrium des Museo Pio Clementino und 1973 in den Saal der Musen gebracht wurde. Den Namen Torso von Belvedere behielt er gleichwohl bei. Es ist erstaunlich, dass die stark beschädigte Skulptur eines unbekannten Künstlers aus einer Zeit, die keineswegs als klassisch gilt, einen so hohen Ruhm erlangte. Tatsächlich gibt es auch spöttische Stimmen, die sich über die Bewunderer, welche den Torso umschreiten und auf ihn starren, lustig machen. Auch die Frage wird gestellt, ob die Skulptur, falls vollständig, ebenso berühmt wäre. Das alles geht an der Bedeutung dieses Werkes vorbei. Es ist das Inbegriffbild eines kraftvollen Mannes in einer Haltung, welche die Menschen im Wachen am häufigsten einnehmen. Die Eigenart des ledernen Fells, auf dem der Körper sitzt, hebt sich deutlich vom Steinblock und von der menschlichen Haut ab. Bewundernswert ist, wie die komplexe Muskelbewegung bei der Wölbung des Rückens und der Drehung des Oberkörpers erfasst ist und wie man gemäß den erhaltenen Ansätzen die Hebung des linken und die Senkung des rechten Armes unterscheidet, wie die vorderen Sägemuskeln sich vom geraden Brustmuskel absetzen, wie die Brust- und Leibesmuskulatur sich verschiebt und durch eine geschlängelte Falte über dem Nabel die Neigung des oberen Körperteils gegen den senkrechten unteren absetzt. Wie in den festen Hüften die rechte Leistengegend zusammengedrückt, der linke Leistenkanal hingegen deutlich zu sehen ist und wie der schräge Bauchmuskel rechts stark, der linke nur wenig geschwellt ist. Die Kraft der Schenkel ist unerschöpflich. Winkelmann hat es begriffen, als er diese Muskulatur mit einer Landschaft verglich.